Was kann ich alles noch ausgeben, um dieses Jahr noch Steuern zu sparen? Das Jahr neigt sich wieder dem Ende und dann häufen sich die Fragen und Anfragen bei mir, wo Leute sagen, hey Thomas, was kann ich eigentlich alles noch ausgeben, um dieses Jahr noch Steuern zu sparen? Und der erste Punkt ist erstmal zu sehen, macht es überhaupt Sinn, was auszugeben, nur um Steuern zu sparen? Nein. Du kannst jetzt 10.000 Euro mit deiner GmbH als Ausgaben erzeugen, aber dann sparst du am Ende nur 3.000 Euro Steuern. Und hast trotzdem eine Belastung, also das Geld von 7.000 Euro ist weg. So, wenn du jetzt einfach nur Geld ausgibst, um Steuern zu sparen, absoluter Nonsens. Das heißt, du musst überlegen, nur etwas Sinnvolles zu investieren in dein Business. Und wenn du diese Investition tätigst, dann ist, finde ich, der Punkt zu überlegen, ist es etwas, was ich sowieso innerhalb der nächsten 12 Monate, also nächstes Jahr, investieren werde. Und wenn du dann sagst ja, dann kannst du überlegen, ziehe ich das vor in den Dezember. Und wenn du diese Überlegung tust und sagst, ja, das ist gut, das will ich machen, dann ist natürlich noch zu gucken, wirkt sich diese Zahlung oder diese Ausgabe überhaupt aus im Dezember, und zwar in voller Höhe. So, es gibt ja auch Ausgaben, die du tätigst, die einfach in der Bilanz dann geparkt werden und dann trotzdem erst nächstes Jahr sich auswirken und das Geld aber dieses Jahr abfließt. Also als Beispiel, du buchst ein Coaching-Programm für ein Jahr, eine Jahresbetreuung, und es beginnt am 01.01.23. Du zahlst es jetzt an, keine Ahnung, 24.000 Euro. Dann werden diese 24.000 Euro in deiner Bilanz für das Jahr 22 geparkt und erst nächstes Jahr in den Aufwand gebucht. So. Anders ist das jetzt, wenn du sagst, ich buche eine Dienstleistungsagentur, die für mich irgendwie Werbung schalten soll. Und die machen am Anfang eine Setup-Gebühr, wo sie alles einrichten, und danach gibst du so einen Retainer mit einer monatlichen Rate. Dann kannst du ja mit denen den Vertrag so machen, dass im Dezember Startdatum ist, die Setup-Gebühr fällig ist, die wirkt sich dann natürlich voll aus und dann die monatlichen Raten kommen dann nächstes Jahr. Und dann hast du dieses Jahr auf jeden Fall schon mal einen großen Teil, der sich auswirkt. Also, wenn du jetzt sagst, ich will noch was ausgeben, ich kann noch Bestellung machen, Büromaterial, dann bestellst du irgendwie, sagen wir mal, für 500 Euro Sachen, dann wirkt sich das alles aus. Betriebsausgabe ja, aber überleg mal so, wenn ich auf 500 Euro irgendwie 30% Steuern spare, 150 Euro, dann ist das nicht die Welt und macht den Kohl am Ende und nicht fett und spart halt nur wenig Steuern. Also da kann man machen, kann man natürlich auch überlegen, was kann ich noch an Kleinigkeiten alles zusammensuchen, um das dann zu kaufen, aber das bringt es am Ende nicht. Eine Sache, die gut ist, wenn du sagst, ich kaufe Inventar, also zum Beispiel du planst im nächsten Jahr ungefähr 3 Mitarbeiter einzustellen, dann kannst du dir überlegen, ich richte jetzt schon im Dezember den Arbeitsplatz komplett ein. Das heißt, ich kaufe einen Schreibtisch, einen Stuhl, Rechenmaschine bei uns, ein Telefon, all diese Sachen, die man braucht, Computer natürlich auch. Und dann, wenn du dann das schaffst, dass das alles geringwertige Wirtschaftsgüter sind, also das heißt, dieser Schreibtisch kostet weniger als 800 Euro netto, dann ist es ein geringwertiges Wirtschaftsgut und dann wird es auch im Dezember voll als Aufwand verbucht. So, dann hast du eine absolute Steuererleichterung dann dieses Jahr und die Investition auch. Der Computer selbst als Digitalisierungsobjekt wird auch noch kurz abgeschrieben, das heißt, das ist auch gut. Wenn du jetzt aber sagst, ich will irgendwie die Luxus-Büromöbel haben, die kosten dann weit über 800 Euro netto und dann werden die Büromöbel über 13 Jahre abgeschrieben. Das heißt, erstmal wird der Kaufbetrag durch 13 geteilt und dann auch noch gezwölftelt, weil es nur für einen Monat im Dezember gilt. Und dann wird nur ein einziger Monat von 13 Jahren dieses Jahr abgeschrieben, obwohl dann die ganze Rate fällig ist. Das macht wenig Sinn. Also wenn du Investitionen tätigst, dann versuch darauf zu achten, dass sie entweder kurz abgeschrieben werden oder direkt als geringwertiges Wirtschaftsgut sich auswirken. So, was kann man noch machen? Also könntest natürlich überlegen, und die Frage kommt halt auch oft, hey, macht es nicht Sinn, ich kaufe noch ganz viel Ware und ich decke mich ein mit Material? Nein, macht keinen Sinn. Wenn du eine Bilanz machst, dann wird das ja in deiner Inventur erfasst und wird damit auch in der Bilanz geparkt und wirkt sich erst aus, wenn es verbraucht ist. So, also davon würde ich auch absehen. Und du kannst natürlich dich mal hinsetzen und überlegen, wie viel Reisekosten hatte ich eigentlich dieses Jahr? Also wie viel bin ich mit meinem privaten Fahrzeug vielleicht durch die Gegend gefahren an Kilometern? Machst eine Aufstellung und rechnest mal die Reisekosten, die du hattest, aus und zahlst sie dir am Ende auch aus. Und dann hast du da auch nochmal Ausgaben, die kommen bei dir erstens an und zweitens wirken sie sich auf die Steuerlast deiner GmbH aus.
So, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Wenn du da irgendeine Beratung wünschst, dann klick auf den Link unter dem Video und dann melde dich bei uns. Ich freue mich auf dich.